Niederlagen gehören dazu. Man versucht von Woche zu Woche neu sich auf den Gegner einzustellen, sich bestmöglich vorzubereiten und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Irgendwo das Schöne am Fußball, dass es natürlich auch schnell wieder weitergeht. Niederlagen sind immer bitter, Niederlagen tun immer weh und ärgern einen. Aber Niederlagen gehören dazu und ich denke, dass man aus Niederlagen immer noch am besten lernt als aus Siegen.